Hallo und herzlich willkommen zur Hessenschau. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, heute vor genau 25 Jahren ist die Telekom-Aktie an die Börse gegangen. Nach einem steilen Aufstieg kam der tiefe Fall. Wir blicken zurück. Und unser Reporter hat getestet, wie weit er mit einem gefälschten Impfpass kommt. Der Bundestag hat heute für das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelparteien gestimmt. Wenn dann auch der Bundesrat zustimmt, würde zum Beispiel am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr die 3G-Regel gelten. Doch es wurden noch mehr Dinge besprochen. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten heute zusammen mit Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz getan. Dabei ging es unter anderem auch um 2G in vielen Bereichen. Endlich wieder Sport machen, trotz Corona. Im Fitnessstudio Elements in Eschborn geht das seit einigen Wochen wieder. Diese Zeit hatte man sich lange ersehnt. 8 Monate lang mussten sie nämlich zuvor schließen. Hier gilt geimpft, genesen oder mit PCR getestet sein. 3G plus also. Jetzt könnte 2G auf die Betreiber zukommen. Bei 2G wird sich wirklich wenig ändern, weil einfach die Leute, die jetzt schon nicht mehr trainieren kommen, oder die dann bei 2G nicht mehr trainieren könnten, die kommen auch jetzt schon zum Großteil nicht mehr. Die haben schon stillgelegt. Ich habe eben erwähnt, dass wir eine Stilllegung haben, anbieten, dass der Vertrag pausiert wird. Von daher wird das nicht viel sein. Für Restaurants, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen wird 2G in den kommenden Wochen unvermeidlich werden. Nach dem veränderten Infektionsschutzgesetz werden den Ländern einige Möglichkeiten gegeben. Die Ministerpräsidenten haben die neuen Maßnahmen beraten. Wichtig ist der Grundsatz, dass es künftig keine generellen Schließungen mehr geben soll, ob in Schulen oder Einzelhandel etwa. Außerdem wird künftig 3G am Arbeitsplatz gelten mit täglichen Tests. 3G im Nahverkehr, flächendeckendes 2G im öffentlichen Leben und in Kliniken und Heimen werden Tests zur strengen Pflicht. Im Sport und im Freizeitbereich können die Länder einzelne Verbote und Einschränkungen beschließen, wenn die Pandemielage eskaliert. Im Schauspielhaus in Hofheim fürchten sich die Betreiber nicht vor 2G. Man habe das vor kurzem sowieso eingeführt und fahre gut damit. Erstmal egal, wie die aussieht, es muss eine Richtlinie da sein, weil in den letzten Monaten, unsere Branche liegt seit 18 Monaten am Boden. Und es wird aber immer wieder suggeriert, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, ob ich 2G, 3G, was auch immer ich mache, dass die von mir kommen als Unternehmer. Bund und Länder haben sich bei ihren langen Corona-Beratungen heute auf flächendeckende 2G-Regeln geeinigt. Bei Kultur- und Sportveranstaltungen, in der Gastronomie, in Hotels oder bei körpernahen Dienstleistungen. 2G greift dann, wenn die Hospitalisierungsinzidenz von Corona-Patienten den Wert 3 überschreitet. Hessen liegt bei 4,8. Der Ministerpräsident kündigt am Abend an, beim Personal im Gesundheitswesen wird nun auch die Impfpflicht eingeführt. Wir machen das nicht nach dem Motto, wir nehmen jetzt eine Berufsgruppe, sondern in einem Krankenhaus kann es der Arzt sein, es kann aber auch der Pfleger sein, es kann aber auch die Reinigungskraft sein. Alle, die in Einrichtungen sind und in dem mobilen Bereich soll das eben auch gelten. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich ganz, ganz entscheidender Schritt. Im Fitnessstudio in Eschborn hoffen die Betreiber, dass sie weitermachen können. Nicht geimpfte oder genesene Mitarbeiter sind jetzt aber verpflichtet, sich täglich zu testen. Eine zusätzliche Herausforderung. Und wir schalten jetzt nach Wiesbaden zu Ute Wellstein, der Leiterin unseres Landtagsstudios. Ja, Ministerpräsident Volker Bouffier hat eben in der Pressekonferenz gesagt, dass eine flächendeckende 2G-Regel eingeführt werden soll. Ute, wann und wo soll die Regel denn greifen? Überall in Deutschland, in Innenräumen, überall in Deutschland dort, wo diese Hospitalisierungsinzidenz über 3 liegt. Das ist in Hessen der Fall, haben wir gehört. Man muss es vielleicht noch mal erklären. Diese Hospitalisierungsinzidenz heißt, wenn pro 100.000, die Zahl der Menschen pro 100.000 Einwohner, die in den letzten 7 Tagen ins Krankenhaus eingewiesen wurde. 4,8 ist das derzeit in Hessen. Ab 3 diese 2G-Regel. Das heißt, man muss geimpft oder genesen sein, um Einrichtungen zu besuchen, und die Ungeimpften müssen draußen bleiben. Die können dann zwar noch zur Arbeit fahren, wenn sie sich testen lassen, sie können noch Bus fahren und Dinge des täglichen Bedarfs besorgen, aber bei allen anderen Dingen wird das halt schon schwieriger. Das ist fast eine Art Lockdown für Ungeimpfte, und wenn diese Inzidenz noch steigt, über 6, dann wird es noch strenger, dann dürfen selbst die, die geimpft und genesen sind, nur noch in ein Restaurant zum Beispiel, wenn sie auch noch einen Test
vorlegen. Also es wird alles etwas strenger. Über das Thema Impfen wurde auch gesprochen. Wie will man denn da besser vorankommen? Ja, also man weiß, dass Impfen der Weg aus der Pandemie ist. Hätten sich über den Sommer mehr Menschen impfen lassen, hätten wir jetzt eine andere Situation. Das sieht man in den Ländern, die eine hohe Impfquote haben im Ausland, die da besonders hoch ist. Da gibt es besonders wenig Corona-Fälle. Also der Schlamassel, in dem wir jetzt stecken, hat ganz bedeutend damit zu tun. Deshalb will man jetzt impfen, was das Zeug hält, und will das ganz einfach machen. Bis zu 30 Millionen Menschen sollen bis zum Jahresende geimpft werden. Und da reden wir zum einen von diesen Booster-Impfungen, also von den Auffrischungen. Aber vor allem will man natürlich auch die Menschen impfen, die das bisher nicht haben machen lassen. Und, das sagte Ministerpräsident Bouffier eben, auch die 5- bis 12-Jährigen können möglicherweise schon im Dezember geimpft werden. Also es ist eine Riesenaufgabe, deshalb will man wieder Impfzentren aufbauen, feste, aber auch mobile Teams losschicken. Das Land will das bezahlen und man will damit erreichen, dass man möglichst viele Menschen möglichst schnell impfen kann. Wie würdest du denn die Maßnahmen bewerten? Können die diese vierte Welle brechen? Also man hat deutlich gesehen, dass den Politikern die Entwicklung dieser vierten Welle dann doch deutliche Schrecken eingejagt haben. Die waren sich heute alle einig, dass sie was tun müssen. Und ich bewerte diese Maßnahmen zum ersten Mal als wirklich beherzt. Endlich, möchte ich sagen, denn in den letzten Wochen hatte man nicht immer den Eindruck, dass man das tut, was notwendig ist. Ich will mal sagen, diese Impfpflicht für Pflegepersonal, da hat man sich lange vorgescheut und hat zugelassen, dass besonders verletzliche Menschen von Pflegern gepflegt werden, die selber nicht geimpft sind. Das macht man jetzt anders und es ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Man macht das Leben für die Ungeimpften sehr viel ungemütlicher und baut ihnen aber auf der anderen Seite eine goldene Brücke. Lasst euch doch impfen. Sagt Ute Wellstein, Leiterin unseres Landtagsstudios. Dankeschön für deine Einordnung. Volker Bouffier, der hat auch die Weihnachtsmärkte angesprochen und die Betreiber haben bestimmt aufgeatmet, denn die Märkte sollen nicht pauschal abgesagt werden. Einige haben schon jetzt strengere Regeln eingeführt, zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in Gießen. Ja, und da steht jetzt meine Kollegin Ariane Wick. Ariane, in Gießen wurden ja direkt heute am Eröffnungstag die Regeln verschärft. Wie sieht das denn aus? Also ich stehe hier auf dem Kirchenplatz an einem der unterschiedlichen abgesperrten Bereiche, die es hier in der Innenstadt gibt. Und dort gilt 2G. Mittlerweile ist hier eine lange Schlange. Man muss also seinen Impfstatus vorzeigen und auch den Personalausweis. Das wird die ganze Zeit kontrolliert. Und dieser 2G-Bereich, da kann man dann essen und trinken ohne Maske. Der ist mittlerweile schon sehr, sehr voll. Im Hintergrund sieht man das Licht. Da ist auch noch eine Eisbahn. Da gilt Maskenpflicht. Das ist aber getrennt von diesem 2G-Bereich, der also in unterschiedlichen Bereichen in der Innenstadt immer wieder auftaucht, wo man also dann ungestört ohne Maske mit 2G essen oder trinken kann. Man hat auch die Buden ein bisschen auseinandergezogen, das Ganze entzerrt, damit es eben nicht an einzelnen Ecken so voll wird. Jetzt gab es natürlich die neuen Beschlüsse, 2G, 2G plus. Und ich frage jetzt einfach mal die Gießener, wie die hier ankommen. Also nicht nur schärfere Regeln am Weihnachtsmarkt, sondern dann demnächst auch für Hessen. Was sagen Sie denn zu den schärferen Regeln? Ich finde, natürlich müssen irgendwie Maßnahmen ergriffen werden, wenn jetzt die Fallzahlen so hoch gehen. Und ich hatte mich sehr auf den Weihnachtsmarkt zum Beispiel gefreut und bin auch froh, dass es 2G-Bereiche gibt, so wie hier. Aber trotzdem verbindet sich das auch mit einem schlechten Gewissen und mit ein bisschen hin und her gerissen sein, ob das jetzt gerade das Richtige ist. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, das sind wir alle. Was sagen Sie zu den Regeln? Ich finde die Regeln auch gut. Ich finde gut, dass mehr Regeln kommen, dass die Regeln strenger werden. Ich studiere selber Biologie und habe mich damit auch auseinandergesetzt und finde auch, wir müssen aus dem Corona-Loch rauskommen, sowohl für das Alltagsleben als auch für die Wirtschaft. Und deswegen finde ich mehr Regeln besser und auch eine Impfpflicht fände ich unproblematisch. Vielen Dank. Frage natürlich auch, die Weihnachtsmärkte hat der Herr Bouffier ja angesprochen. Die sollen weitergehen, wenn man sich an Abstand und Regeln hält. Herr Höllscheid, Sie sind der Organisator. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht für Sie. Aber wenn man das jetzt hier so sieht, es ist halt doch ganz schön eng. Denken Sie denn über noch schärfere Regeln nach, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht, wie Frankfurt das eventuell in Betracht zieht? Also Teile des Magistrates, wir von Gießen Marketing, aber auch die Ordnungspolizei, wir werden morgen um 10 Uhr zusammensitzen
und werden über weitere Konsequenzen, Maßnahmen, über den weiteren Fortgang einfach beraten, wie wir das weiter sicher gestalten können. Die Sicherheit der Besucher steht für uns an oberster Stelle und vor allen Dingen auch die Bitte an alle, auch selber darauf zu achten und auch Maske zu tragen in Bereichen, wo es nicht absolut verpflichtend ist. Vielen Dank. Also hier wird man jeden Tag nachjustieren. Und das Gute, es sollen sich ja die Menschen impfen lassen. Es gibt hier direkt neben dem Weihnachtsstand, gibt es einen Container, da kann man auch morgen wieder bis 21 Uhr sich impfen lassen, ob jetzt der erste, zweite oder dritte Peaks ab 18, ohne Anmeldung. Dankeschön, Ariane Wick, live aus Gießen. Ja, in Gießen findet der Weihnachtsmarkt noch statt, aber das ist nicht überall so. Kai, du weißt mehr. Ja, im Werra-Meißner-Kreis zum Beispiel sind alle Weihnachtsmärkte jetzt wegen der angespannten Corona-Lage abgesagt worden. Das hat der Kreis gemeinsam mit den 16 Kommunen entschieden. Und auch der Adventsmarkt in Seligenstadt fällt in diesem Jahr aus. Wo, wann und mit welchen Corona-Regeln Weihnachtsmärkte bei Ihnen in der Region stattfinden, auf hessenschau.de finden Sie dazu einen Überblick. Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau mit 9 Toten wird es keine Ermittlungen gegen Polizisten wegen unterlassener Hilfeleistung geben. Angehörige der Opfer hatten sich beschwert, weil die Polizei sich angeblich nicht um die Erstversorgung der Opfer gekümmert haben soll. Das sieht die Staatsanwaltschaft Hanau aber nicht so und lehnt ein Verfahren gegen die Polizisten deshalb ab. Das Land Hessen kann im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren auf höhere Steuereinnahmen hoffen als zuletzt vorhergesagt. Das geht aus der aktuellen Steuerschätzung hervor, die Finanzminister Michael Boddenberg veröffentlicht hat. Von 1,2 Milliarden Euro mehr in der Landeskasse allein in diesem Jahr ist da die Rede. Durch die Mehreinnahmen könnte auf die geplante Neuverschuldung verzichtet werden, so Boddenberg. Hochwasserkatastrophe, ausgefallene Notruf oder auch misslungener Sirenenwarntag. Es ist unstrittig, dass im Bereich Bevölkerungsschutz mehr getan werden muss. Auf fast 300 digitalen Bildschirmen wird in Frankfurt ab sofort vor Gefahrenlagen gewarnt. Über ein satellitengestütztes System von Bund und Ländern, das kurz MOWAS heißt, werden die Meldungen an zentralen und hochfrequentierten Orten gezeigt. Dadurch soll bei Ad-Hoc-Meldungen möglichst vielen Menschen aus Frankfurt, der Region und aber auch Reisenden gezeigt werden, auf was sie achten sollten. Frankfurt ist bundesweit die erste Stadt, die diese Möglichkeit der Informationsverbreitung nutzt. Ja, das, was Sie hier sehen, ist ein Impfpass, kennen wir alle. Doch dieser hier ist gefälscht. Den hat mein Kollege Till Möller im Netz bestellt. Das war erschreckend einfach. Und der Pass sieht täuschend echt aus. In vielen Bereichen gilt die 2G-Regel. Und genau da hat er angesetzt mit seinem Selbstversuch und geschaut, wie weit er mit einem gefälschten Impfpass kommt. Der gelbe Impfpass. Leicht zu fälschen, leicht zu missbrauchen. Sie sind auf meinen gefälschten Impfpass reingefallen. Boah, ey. Was passt nicht? Das ist nicht echt. Hier steht hinten Oberbürgermeister Stadt Kassel. Das sind für mich die Faktoren, wo ich sage, okay, das Ding ist gelb. Der Impfnachweis verspricht Freiheiten in der Pandemie. Und deswegen wird er zunehmend gefälscht. Auf einschlägigen Messenger-Plattformen finde ich schnell Angebote. Ich will wissen, wie einfach die Beschaffung ist und gehe auf eines der Angebote ein. Wenig später sind 2 gefälschte Impfhefte in der Post. Ausgestattet mit Aufkleber, Unterschrift und Stempel. Fehlen nur noch meine Personalien vorne drauf. Für 20 Euro einen gelben Impfpass, an dem so ziemlich alles gefälscht ist, bis auf meine Daten vorne drauf. Und ich bin sehr gespannt, wie weit wir damit kommen. 3G oder sogar 2G in der Gastronomie. Wer heute einen Kaffee trinken will, muss nachweisen, ob er geimpft, genesen oder getestet ist. Fliege ich auf? Die Bedienung hier fragt zum Abgleich sogar nach meinem Personalausweis. Der falsche Impfpass mit dem richtigen Namen wird nicht beanstandet. Nächster Versuch. Dieses Restaurant ist gut besucht. Einmal noch der Ausweis, damit sich der Peaks auch gelohnt hat. Okay, darf es schon was zu trinken sein? Mein gefälschter Ausweis scheint ihn schnell zu überzeugen. Nachfrage. Konnte das passieren? Wie das passieren konnte? Na, weil der gut gefälscht ist. Da gibt es so viele verschiedene Aufkleber und QR-Codes, da verliert man auch schnell mal den Überblick. So ähnlich läuft es bei jeder unserer Stichproben.
Wir sind jetzt in 6 Läden gewesen, in Cafés, in Bars, in einem Restaurant. Und überall sind wir mit unserem gefälschten Impfpass reingekommen. Und das ist schon eine ziemlich ernüchternde Bilanz. Die Frage ist, ob Gastronomen die Fälschungen überhaupt erkennen können bei all den verschiedenen Varianten. Oder ob die Behörden gefragt sind. Das Hessische Landeskriminalamt spricht von steigenden Fallzahlen und gibt offen zu, dass die Dunkelziffer hoch ist. Sicherheit verspricht der digitale Impfnachweis. Wer den QR-Code für die gängigen Apps bei der Impfung vergessen hat, kann sich nachträglich einen besorgen, in der Apotheke zum Beispiel. Ich mache den Test. Gegen Personalausweis und falschen Impfpass gibt es anstandslos 2 QR-Codes, die ich in mein Handy laden kann. Und jetzt halten wir ein digitales Impfzertifikat in den Händen. Auch in der Apotheke bleibt die Fälschung unentdeckt. Nachfrage. Ich bin total schockiert. Die Aufkleber haben ein Wasserzeichen und das ist für uns das Zeichen, dass die von BioNTech kommen. Oder die sind einfach sehr gut gefälscht. Dass wir auch hier Erfolg hatten, darüber wundert sich der IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber nicht. Eine Rückversicherung, dass alles seine Richtigkeit hat, ist nämlich gar nicht möglich. Wegen unseres restriktiven Datenschutzes. Das heißt, der Apotheker oder der Arzt, der kann nicht nachschauen, sind Sie schon geimpft, sind Sie noch nicht geimpft, wie oft, wie ist Ihr Status. Da ist es eben so, dass wir uns so verhalten wie vor 20, 30 Jahren, dass eben Stempel und Unterschrift relevant sind. Und das passt nicht mehr in die neue Welt, wo wir Photoshop haben. Leichtes Spiel für Fälscher. Wir versuchen, unseren Lieferanten ausfindig zu machen. Ich will wissen, warum er falsche Impfpässe herstellt und verkauft. Seine Spur führt nach Kassel. Und verläuft sich dann fürs Erste. Die Anonymität im Netz macht es einfach. Dort nehme ich nochmal Kontakt mit ihm auf. Die Hausdurchsuchungen und Festnahmen gestern scheinen ihn nervös gemacht zu haben. Ich denke, ich sollte das als Warnung sehen und aussteigen, solange es noch möglich ist. Habe alle in meiner Umgebung versorgt und hier jetzt eine Handvoll. Kurz darauf ist sein Profil verschwunden. Er könnte wegen Urkundenfälschung belangt werden, dann drohen maximal 5 Jahre Gefängnis. Ob man sich schon bei der Verwendung eines gefälschten Impfpasses strafbar macht, das ist bislang noch gar nicht eindeutig geklärt. Soll aber bald klipp und klar bestraft werden können. Ja, heute vor 25 Jahren ist die Telekom mit ihrer T-Aktie an die Börse gegangen. Es gab eine riesen Werbekampagne und der damalige Chef hatte versprochen, dass die Aktie so sicher ist wie eine Zusatzrente. Also Millionen Menschen in Deutschland hatte das Börsenfieber gepackt und sie haben zugeschlagen. Die Aktie ging steil nach oben, doch dann kam der tiefe Fall. Wir blicken zurück. Die Telekom-Aktie. Der beliebte Schauspieler Manfred Krug als vertrauenswürdige Galionsfigur für die T-Aktie. Das zieht. Telekom-Chef Ron Sommer und Finanzminister Theo Weigel in Feierlaune auf dem Frankfurter Börsenparkett. Aktien-Euphorie unter Privatanlegern. Fast 2 Millionen greifen zu. Anlegeranwalt Klaus Nieding erinnert sich gut. Da war natürlich ein Riesenhype. Da musste jeder mit. Das war ja auch der Slogan. Die Telekom geht an die Börse, wir gehen alle mit. Und jetzt sag mal, diese Handbewegung kannte damals jeder. Das hat leider dann auch für den Aktienkurs gegolten. Time out. Das war's. Dabei geht's nach der Ausgabe erstmal steil nach oben. Aber dann der Absturz der Tech-Aktien am neuen Markt. Die Anschläge vom 11. September. Die T-Aktie fällt bis auf 7,69 Euro. Nach 25 Jahren notiert sie gerade mal 2 Euro über dem Ausgabekurs. Aber wer billig gekauft hat, hat trotzdem gewonnen. Wenn man das Geld, was die Telekom den Aktionären jedes Jahr als Dividende ausgeschüttet hat, die ist nämlich ein ganz sicherer und ganz zuverlässiger Dividendenzahler, immer wieder in Aktien investiert hat, dann hat man laut Deutschem Aktieninstitut eine Rendite von 200%. Aber wer zu den hohen Kursen gekauft hat, hat viel Geld verloren und damit Vertrauen. So wie Christa Gruhler-Steyer. Sie wollte fürs Alter vorsorgen und hat mehrere tausend Euro verloren. Ich denke darüber, dass ich also nie mehr eine Aktie kaufen werde. Weil das erste Mal habe ich das gemacht und da bin ich so richtig reingefallen. Und das ist natürlich nachhaltig und ich möchte also sowas nicht nochmal erleben. Das reicht mir. Okay, okay. Ja. So ging's vielen. Der Absturz der Telekom führte dazu, dass viele von Aktien nichts mehr wissen wollten.
Der Absturz der Telekom-Aktie hat dann den Begriff Volksaktie verbrannt und der Absturz der Internetwerte am neuen Markt hat die Tech-Werte verbrannt. Da gehen die Leute nicht mehr dran und das ist extrem schade. Wir haben keine Gründerkultur in Deutschland, auch weil die Leute sich insofern die Finger verbrannt haben. Wir haben keine Aktienkultur in Deutschland, genau deswegen. Und wir haben auch keine Altersversorgung, wie das beispielsweise skandinavische Länder uns vormachen oder wie das Großbritannien uns vormacht. Nur gut 20% des privaten Geldvermögens sind bei uns in Aktien und Investmentfonds investiert. Die Deutschen lassen ihr Geld lieber auf dem Sparbuch schlummern. Bei Nullzinsen, Strafzinsen und steigender Inflation wird es da immer weniger. Während Aktionäre von der Wertschöpfung der Unternehmen profitieren. Also wenn man vor 25 Jahren beim DAX eingestiegen wäre, der da bei, keine Ahnung, ungefähr 1000 Punkten hingedümpelt hat, jetzt ist er bei über 16.000, da kann man sich ja vorstellen, was man hat liegen lassen. Immerhin, es tut sich was. Der Anteil der Aktienbesitzer ist in den letzten Jahren des Börsenbooms wieder gestiegen, auf knapp 18% der Deutschen. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich viele wieder mit Aktien beschäftigt haben. Viele junge Leute haben gesagt, nee, die Altersvorsorge ist mir nicht sicher genug, ich steige da ein. Es gibt Apps, es gibt Neobroker, es gibt alles Mögliche, die es viel einfacher machen. Und die Telekom-Aktie? Anlegerklagen wegen geschönter Verkaufsprospekte laufen seit 20 Jahren. Nächste Woche kann das Verfahren in Frankfurt endlich mit einem Vergleich zu Ende gehen. Christa Gruhler-Steyer hofft, dass ihr Abenteueraktie doch noch glimpflich ausgeht. Die Salzbelastung der Weser soll in den nächsten Jahren weiter gesenkt werden. Die Details jetzt von Kai. Ja, darauf haben sich heute die für den Wasserschutz zuständigen Ministerien der Bundesländer verständigt, durch die die Weser fließt. Festgestellt wurde eine stufenweise Absenkung der Zielwerte. Die neuen Vorgaben liegen zwar deutlich unter denen, die der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller K+S beantragt habe, heißt es, dennoch seien Arbeitsplätze in der Region nicht gefährdet. Die Nassauische Sparkasse dünnt ihr Filialnetz weiter aus. Zum 1. April kommenden Jahres sollen 6 Zweigstellen und 9 Selbstbedienungsstandorte geschlossen sowie 5 kleinere Filialen zu SB-Standorten umgewandelt werden. Hintergrund ist, dass durch Corona immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte digital erledigen, so die NASPA. Auf die Anzahl der Beschäftigten habe der Abbau keine Auswirkungen, sie sollen in anderen Standorten eingesetzt werden. Auf der Saalburg bei Bad Homburg gibt es ab heute eine neu gestaltete Waffenkammer zu bestaunen. Sie zeigt technische Wunderwerke aus der antiken Artillerie. Schon vor über 2000 Jahren hatten die Konstrukteure beeindruckende Kenntnis darüber, wie man ausgefeilte Maschinen baut. Das können Sie sich vor Ort sogar einmal selbst anschauen und auch ausprobieren. Und es gibt auch eine Medienstation, bei der die historischen Quellen zum Einsatz von Geschützen in der Antike erklärt werden. Die Sammlung ist in dieser Form weltweit einzigartig. Soweit die Nachrichten und bei Hülya geht's jetzt doll weiter. Richtig, ganz schön doll. Dankeschön, Kai. Und zwar mit dem dollen Dorf. Heute ziehen wir wieder eins, das wir Ihnen dann am Samstag vorstellen. Aber erstmal muss das natürlich gezogen werden. Und das macht heute Nora Enns. Und ich sehe schon, du hast dich dick eingepackt, Nora. Es ist ja auch ziemlich kalt draußen. Ja, ich habe immer so eine kleine Challenge mit mir selber bei den Dodos, wenn es kalt wird. Jedes Mal muss irgendwie ein wärmendes Teil dazukommen, dass man immer noch ein bisschen nachrüsten kann sozusagen. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir morgen ein bisschen frieren werden. Und zwar fahren wir nach Hopfmannsfeld. Lustig. Das gehört zu Lautertal im Vogelsberg, hat 351 Einwohner im Vogelsbergkreis. Liebe Hopfmannsfelder, rufen Sie uns doch bitte an unter 069 155 2490, wo wir uns heute Abend treffen können. Mit Abstand, mit Maske und mit ganz vielen tollen Geschichten aus Ihrem Dorf. Das drehen wir dann morgen und am Samstag sehen wir das hier in der Hessenschau. Hopfmannsfeld, noch nie gehört. Dankeschön, Nora. Ja, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, Schulen gibt's überall. Und in einigen hessischen Schulen standen heute statt Mathe ganz andere Dinge auf dem Stundenplan. Zum Beispiel, wie erkenne ich Fake News oder wie mache ich eine gute Insta-Story? Beim ARD-Jugendmedientag konnten Schülerinnen und Schüler an Online-Workshops teilnehmen und sich mit den Profis über solche Dinge austauschen. Auch wir vom HR waren dabei und haben einige Schulen schon mal vorab besucht bei der HR-Schultour.
Wir haben ein Zoom-Objektiv drauf. Wir können verschieden nah dran an die Objekte gehen. Das Klassenzimmer der 9B der Clemens-Brentano-Europaschule in Lolla wird kurzerhand zum Drehort umfunktioniert. Die Schülerinnen und Schüler können sich hier gleich selbst an der Kamera ausprobieren. Mit tatkräftiger Unterstützung der Medienprofis vom HR. Ich habe ja zu Hause selber eine Kamera, so eine ähnlich, nicht so eine große, aber ja, das ist halt etwas anders. Es fühlt sich, es ist angenehm. Es ist auch sehr interessant, was man eigentlich alles mit einer Kamera machen kann. Und ja, also hatte ich halt noch nie gemacht. Um die Arbeit mit Medien besser verstehen zu können und auch einfach mal neue Dinge auszuprobieren, gehört bei der Schultour auch dazu, eine Nachricht im Radioübertragungswagen einzusprechen. Getestet keinen Zugang zu erlauben, mache etwas wirtschaftlich keinen Sinn. Oder die Arbeit in der Spielfilmrequisite kennenzulernen. Oh je. Der Hessische Rundfunk beteiligt sich am ARD-Jugendmedientag, um jugendliche Schülerinnen und Schüler mit dem Hessischen Rundfunk in Verbindung zu bringen, zu zeigen, was machen wir, was leisten wir. Wir sind aber auch ein Arbeitgeber, das heißt, wir bilden auch aus. Und wenn wir ausbilden, was gibt es da für ein Spektrum? Mit den Medienmachern ins Gespräch kommen und neue Erfahrungen sammeln, das kommt an. Dass ich meine Fragen dazu stellen konnte, dass ich die beantwortet bekommen habe, was man dafür machen muss, was man braucht und wie man auch überhaupt dazu kommen kann. Ich habe vieles Neues kennengelernt. Ich fand vor allem das mit den Requisiten sehr interessant, da ich auch gerne sehr viel herumbastle und zeichne. Darüber hinaus gab es heute rund 150 Online-Workshops und Netztalks mit den Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel zum Thema Finanzen. Damit ist der HR seit einiger Zeit auch auf TikTok mit dem Format Your Money unterwegs. Und da kann HR-Moderator David Alf dann auch noch was lernen. Wie bringen wir diese Themen jetzt auf TikTok? Und wie verwandeln wir diese Themen in Inhalte, die dann für eine junge Zielgruppe auch irgendwie relevant sind? Weil man kann natürlich viel über Aktien und Börse und ETFs sprechen, aber das so zu tun, dass eine Neunklässlerin nicht sagt, ich schlafe gleich ein, ist die große Herausforderung. Der ARD-Jugendmedientag, ganz nach dem Motto, raus aus dem Schulalltag und rein in die Medienwelt. Ja, tolle Sache, hätte ich auch gerne gehabt. Das war die Hessenschau und nach der Tagesschau gibt's ein ARD-Extra zur Corona-Lage und im Anschluss ein Hessenschau-Extra mit Jennifer Siegler und der Titel ist Corona, nichts dazugelernt. Ja, und noch später gibt's dann nochmal Nachrichten. Genau, wer später schauen mag, 20 nach 10, nochmal alle Infos zu den neuen Corona-Regeln dann kompakt zusammengefasst für Sie. Einen schönen Abend noch, danke. Schönen Abend, tschüss, bis morgen.